Stefan Mayrhofer, ein riesen Auf und Ab heute. Müssen wir schlussendlich mit dem Punkt zufrieden sein? Ja, ich habe die letzten 20 Minuten leider nicht gesehen. Ich war in der Kabine. Von dem her kann ich die Schlussphase jetzt nicht kommentieren. Ich denke, dass wir wirklich hervorragend ins Spiel gestartet sind mit dem Tor. Dann auch der Freischuss, der an die Stange geht. Vielleicht vorher auch noch eine Chance gehabt haben, die wirklich vielleicht hochprozentig war. Dann kriegst du aus einer Standardsituation das blöde 1-1. Die Gegner haben eigentlich gut den Ball laufen lassen. Sie haben, glaube ich, ganz gut gespielt, aber wir haben gut verteidigt. Und haben aber, glaube ich, hinten raus doch die größeren Chancen, die zwingeren Chancen herausgespielt. Und so unterm Strich nimmst du natürlich den ersten Punkt auch mit. Wir waren mit dem Tabellenführer. Aber was ich jetzt so in der Kabine von dem einen oder anderen Spieler höre, haben wir hinten raus wirklich richtig große Chancen noch gehabt und müssen eigentlich das Spiel gewinnen. Mit dem frühen Goal waren wir in der Meisterschaft in dieser Saison das erste Mal überhaupt in Führung. Wie gut tut das auf dem Spielfeld? Ja, wir haben die Woche richtig gut trainiert. Ich bin jetzt knapp 2 Wochen da. Wir haben uns das vorgenommen. Wir haben perfekte Bedingungen, ein schöner Platz. Wir wollten einfach auch Fußball spielen. Ich glaube, uns ist in der ersten Szene auch wirklich gut gelungen, dass Warol dann wirklich mit dem ersten Kontakt den Ball mitten in den 16 nimmt, perfekt abschließt. Und das hat uns natürlich gut getan. Natürlich war dann der Ausgleich bitter, weil wir einfach kein Tor kassieren wollten. Unterm Strich spielst du unentschieden beim Tabellenführer. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber es war heute mehr drinnen. Für dich persönlich hat das Spiel leider zu früh geendet. Wie hast du die beiden Szenen gesehen, die zu deiner gelb-roten Karte führten? Ich möchte jetzt nicht irgendwie bei Kameras dann den Schiedsrichter kritisieren, aber ich glaube, da kann man auch mehr Fingerspitzengefühl aufzeigen. Bei der ersten Situation, wo er mir gelb zeigt, möchte ich eigentlich den Kopfball abschließen. Der Verteidiger stoßt mich, ich komme in die Vorwärtsbewegung und habe die Hand oben. Gibt er mir eine gelbe Karte, ich möchte in der Situation das Tor machen. Und zweite Halbzeit dann, wenn es überhaupt ein Foul war, war das meine erste Situation in der zweiten Halbzeit, er gibt mir gleich gelb-rot. Ich glaube, da kann man als Schiedsrichter auch mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Er hat, glaube ich, nur darauf gewartet, dass er mir eine gelb-rote Karte geben kann. Das ist natürlich schade, ich habe mich schon bei den Jungs entschuldigt. Bitte. Danke vielmals. Patrick Kramer, gemessen an der Chance, wäre heute der Sieg definitiv verdient gewesen. Kannst du dich gleich über den Punkt freuen? Ja, ich glaube, in unserer Situation dürfen wir sich auf den Punkt freuen, aber trotzdem hätte ich lieber 3 gehabt, weil es eigentlich auch so hätte müssen sein. Hast du die Szene gesehen, die schlussendlich zu der gelb-roten Karte geführt hat? Ja, also ich finde es für mich ist keine gelb-rote Karte, das ist ein Foul von der Seite und da hat man auch das nochmal laufen lassen. Wenn er jetzt mehrere wiederholte Foul gemacht hat, dann hätte ich es verstanden, aber so ist es für mich eine harte gelb-rote Karte und dementsprechend keine. Es folgt eine englische Woche. Wir empfehlen am Dienstag Schaffhausen daheim. Wie können wir den Schwung aus Xamax und auch dem heutigen Spiel mitnehmen? Ja, eigentlich genau mit den gleichen Vorzeichen ins Spiel hineingehen, dass wir die Aggressivität auf den Platz bringen, kompakt sind, dass wir in der Defensive solidarisch zusammen arbeiten. Und dann nach vorne natürlich etwas effizienter sind als heute. Danke vielmals.